Und vor allem nach Duisburg, das ist interessant, was dort passiert. Denn da soll die Stahlproduktion auf Wasserstoff umgestellt werden. Und er hat, glaube ich, ganz gute Nachrichten aus Brüssel im Gepäck, oder? Genau. Die EU-Kommission ist jetzt wohl endlich soweit, grünes Licht zu geben. Es geht seit langem um die Frage, ob Bund und Land NRW ThyssenKrupp 2 Milliarden am Ende zur Verfügung stellen können und dürfen. Das bedarf des Segens der EU-Kommission, weil das eine Beihilfe ist. Und jetzt ist man also da ganz kurz vom Ziel. ThyssenKrupp hat allerdings lange warten müssen. Bei Salzgitter, dem anderen großen deutschen Stahlhersteller, ging es etwas flotter. Die sind vor einigen Wochen da schon mit dem entsprechenden Förderbescheid nach Hause gegangen. Aber bei ThyssenKrupp sieht es jetzt auch gut aus und darum ist Minister Habeck da jetzt auch zu Besuch. Und ich nehme an, er wird das auch zelebrieren, dass er da feierlich den entsprechenden Bescheid überreicht. Ja, das ist ja auch ein Riesenprojekt, Herr Stratmann, die Umstellung also der Industrieproduktion auf CO2-Neutralität. Ein gigantisches Projekt, nicht nur für die deutsche Industrie. Wir haben es schon angesprochen, der Wasserstoff soll aus vielen anderen Ländern eingeführt werden, also importiert werden nach Deutschland, Spanien, Nordafrika ist da genannt worden. Sie haben die Norweger schon angesprochen und auch aus Asien soll Wasserstoff bezogen werden, genauer gesagt aus Indien. Jetzt haben Sie einen Artikel im Handelsblatt dazu geschrieben, wo Sie schreiben, die Überschrift gewählt haben, Wasserstoff in Demeter-Qualität, Zitat Ende. Können Sie mal erläutern, worum es dabei geht? Ja, Demeter-Qualität ist jetzt bitte nicht wörtlich zu nehmen, aber es geht eben darum, dass die Europäer eine Regulierung geschaffen haben, die besonders hohe Anforderungen an die Eigenschaften des grünen Wasserstoffs stellt. Also der muss mit Elektrolyseuren produziert werden, die wiederum mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden. Die Anlagen zur Stromerzeugung müssen zusätzlich sein und geschaffen worden sein. Und außerdem muss es einen engen zeitlichen Zusammenhang geben zwischen der Stromproduktion und der Wasserstoffelektrolyse. Außerdem muss das Ganze auch stromnetzverträglich sein. Das ist alles sinnvoll und gut im Prinzip. Aber in Ländern wie Indien, da ist man da nicht so begeistert, weil man will was tun, man will Elektrolyseure bauen, man will erneuerbare Energien ausbauen, Photovoltaik und Wind, aber man will nicht diese ganz engen Bedingungen der Europäer erfüllen müssen. Und da haben indische Unternehmer, die im Prinzip bereit sind, da mitzumachen und voranzugehen, schon deutlich ihre Bedenken angemeldet. Sie wollen grünen Wasserstoff produzieren, aber zu ihren Bedingungen und nicht nach einer europäischen Regulierung, die eng wirkt auf Sie. Wir werden ja gleich erfahren, wie das Minister Habeck und andere Fachminister sehen. Wir schauen mal kurz auf das Live-Bild aus Berlin. Wir sehen also, Limousinen verlassen bereits das Gelände des Kanzleramtes, wo die Kabinettssitzung stattgefunden hat, heute unter der Leitung von Vizekanzler Habeck, weil Olaf Scholz noch im Urlaub ist. Wir gehen mal davon aus, Herr Stratmann, dass es dann gleich losgeht und nutzen die Chance, um von Ihnen uns ein bisschen weiter erzählen und erklären zu lassen, wie es denn aussieht mit der Wirklichkeit der Wasserstoffproduktion in Deutschland. Wir haben vor ein paar Jahren mal mehrere Sendungen dazu gemacht und kürzlich habe ich mal ein bisschen recherchiert dazu, was hat sich denn getan? Und da entstand für mich der Eindruck, ja, es gibt unglaublich viele Ansätze hier und da. Selbst in der Glasindustrie wird über Pilotprojekte zum Einsatz von Wasserstoff nachgedacht und auch geforscht. Es gibt ein gigantisches Projekt in Lingen, was vorbereitet wird zur Herstellung von Wasserstoff, der dann auch geleitet werden soll in den Großraum Ruhrgebiet, aber so den richtig großen Durchbruch, den hat es noch nicht gegeben. Viele sagen, ja, das ist doch noch ein Wechsel auf die Zukunft. Sehen Sie das ähnlich? Ja, da ist viel Wahres dran. Es ist einfach so, dass die Unternehmen noch zögern. Sie wissen, sie werden den Wasserstoff brauchen. Aber das ist dieses typische Henne-Ei-Problem. Ich kann jetzt am Ort X in Norddeutschland vorzugsweise grünen Wasserstoff produzieren. Aber wenn ich nicht weiß, wie ich ihn in die Verbrauchszentren, zum Beispiel ins Ruhrgebiet bekomme, weil es keine Wasserstoffpipelines gibt, dann werde ich zögern und nicht sofort investieren. Also diese Infrastruktur ist erforderlich. Es reicht nicht, den Wasserstoff zu produzieren. Unter welchen Bedingungen die
diese Infrastruktur dann tatsächlich auch kommt, wer damit wie viel Geld verdienen kann. Das sind alles viele Zahnräder, die ineinander greifen müssen. Und im Moment ist es noch nicht so, dass es wirklich perfekt rund laufen würde. Darum ist es ein Trend zu beobachten, dass viele ihre entsprechenden Investitionen in den USA tätigen, wo die Bedingungen klarer sind und wo die Förderung auch besser und übersichtlicher geregelt ist. Ja, das ist ganz interessant. Ich habe da mal nachgefragt bei einer ThyssenKrupp-Tochter, die diese großen Elektrolyseuranlagen herstellt. Wohin werden diese Geräte geliefert? Zunehmend in die USA und nicht nach Deutschland. Wie kommt denn das? Warum ist denn in den USA so eine große Nachfrage zu verzeichnen? Da gibt es eben einen schönen Anreiz über den Inflation Reduction Act und da gibt es Steuergutschriften für jede vermiedene Tonne CO2, recht simpel. Das kann jeder sofort nachvollziehen und auch schnell beantragen. Und dann sind wir wieder bei der europäischen Regulierung. Wir hatten das Thema ja gerade schon. In Europa gibt es aufwendige Verfahren, erstens, um überhaupt an Geld zu kommen und zweitens auch herausfordernde Bedingungen. Ja, man kann also nicht das beliebig machen, die Elektrolyse dahinstellen, wo man es für richtig hält, sondern man ist von vielen, vielen unterschiedlichen Bedingungen abhängig und das führt letztlich zu einer zögerlichen Haltung. Es führt dazu, dass die Leute sagen, naja gut, also dann können wir es besser in den USA machen und warten noch mal eben auch in Europa noch investieren. Die Gefahr ist natürlich, dass der Zug dann irgendwann abgefahren ist. Herr Stratmann, vielen Dank für diese Analysen und Erläuterungen bis hierhin. Ich sehe, die Minister haben das Kanzleramt verlassen. Wir reden gleich nach der Pressekonferenz noch mal weiter. Danke bis hierhin. Also Neuauflage, Update der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Das ist jetzt quasi die Fortsetzung von dem, was unter Wirtschaftsminister Peter Altmaier damals unter der Großen Koalition schon einmal beschlossen wurde und auch auf den Weg geschickt wurde. Das Ganze soll viel schneller gehen. Bis 2030 sollen die Produktionskapazitäten erhöht, genauer gesagt verdoppelt werden. Wie das möglich sein soll, wie das möglich sein wird, das werden wir jetzt vielleicht aus den Mündern der Fachminister Stark-Watzinger, Wissing und Habeck hören. Es ist zweifelsohne ein gigantisches Projekt, was mit sehr viel Energie und Kraft und vor allem mit Geld angeschoben werden muss. Also nun live nach Berlin, Update der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Willst du was sagen, Beate? Wir beginnen mit kurzen Statements der fünf beteiligten Ressorts zur Wasserstoffstrategie und haben dann Zeit für Anschlussfragen. Der Vizekanzler hat es gut. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ein schickes Gemeinschaftswerk haben wir heute im Kabinett verabschiedet. Die Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie. Die erste ist erst 2,5 Jahre alt, aber in der Zeit ist viel passiert. Wir haben das Ambitionsniveau für Wasserstoff noch einmal deutlich gesteigert. Die Strategie fasst die verschiedenen Arbeitsprozesse in den verschiedenen Häusern zusammen, aber sie fast zusammen, was schon passiert. In vielen Gesetzen, Verordnungen, europäischen Regulierungen sind wir längst auf dem Weg, sodass Sie hier eine Zusammenschau, quasi das gesamte Puzzlespiel noch einmal sehen können. Aber es heißt nicht, dass wir gewartet haben, bis wir diese Strategie machen, um loszulegen. Um es in meinem Aufgabenbereich einmal zu beschreiben, wir sind dabei, das Kernnetz festzustellen, das Kernnetz des Wasserstoffs, also quasi die Autobahnlinien. Das soll über den Sommer abgeschlossen werden. Danach im Herbst werden dann sozusagen die Bundes- und die Kreisstraßen festgestellt, also das Verteilnetz darunter. Wir sind weit fortgeschritten, die Abnahmestellen zu identifizieren, die Förderung für wasserstofffähige Kraftwerke im Strombereich oder auch für die Industrie zu verteilen bzw. zu verkünden. Die Stahlwerke sind bekannt, aber auch die Gespräche mit der Kommission über die Förderung von Wasserstoffkraftwerken, also einer völlig neuen Generation von Kraftwerkstypen, sind sehr, sehr weit fortgeschritten. Und umgekehrt sind wir auch beim Produzieren gut auf dem Weg. Wir sind dabei, die Regularien zu klären, wo in Deutschland grüner Wasserstoff produziert werden kann. Und die Mengen, die wir nicht in Deutschland produzieren werden, die werden wir importieren. Auch das ist ja voll in den Verhandlungen mit drin. Also, dass wir grünen Wasserstoff im Ausland einkaufen, über Derivate, über Ammoniak in die Häfen bringen und dann verteilen. Sie sehen also, dass über das Kernnetz verteilt sich dann das gesamte Gebilde.
mit dem Wasserstoff, mit der Wasserstoffstrategie dekarbonisieren wir die nicht elektrisch zu erschließenden Bereiche im Industriesektor, im Verkehrssektor, teilweise auch im Energiebereich, dort, wo wir grundlastfähige Kraftwerke brauchen, die dann ebenfalls klimaneutral sein sollen. Wasserstoff ist nach dem Ausbau der stromgeführten Versorgung der Netze und der erneuerbaren Energien die nächste große Geschichte, die wir brauchen, um Deutschland zu dekarbonisieren und damit den Wohlstand klimaneutral zu erneuern. Und mit dem Wort Verkehrsbereich habe ich schon zum Kollegen Volker Wissing übergeleitet. Aber davor kommt noch Bettina Schreck-Watzinger. Ja, danke schön. Es ist eben schon gesagt worden, mit dieser Wasserstoffstrategie, die wir heute verabschiedet haben, machen wir noch mal Tempo. Denn es ist ganz klar, wir wollen natürlich die Energiewende schaffen. Wir wollen den Klimawandel bekämpfen. Wir brauchen aber auch eine wettbewerbsfähige Wirtschaft in unserem Land. Und insofern ist das heute ein Startschuss, weil es schafft Planungssicherheit für die Unternehmen, auch für die Kommunen und alle, die daran beteiligt sind. Mein Haus unterstützt im Bereich Forschung und Innovation mit 700 Millionen Euro. Die Frage, wie können wir denn Wasserstoff effizient herstellen? Wie müssen Netze aussehen? Wie kann der Transport erfolgen? Aber wie können wir zum Beispiel auch offshore Wasserstoff produzieren? Vier Dinge sind mir ganz besonders wichtig. Das eine ist, damit der Markthochlauf schnell stattfinden kann, dieses fehlende Puzzleteil im Rahmen der Energiewende auch geschaffen werden kann, ist es ganz wichtig, dass wir technologieoffen und pragmatisch drangegangen sind, dass wir im Hochlauf eben auch in der Farbenlehre mit Blick auf kohlenstoffarmen Wasserstoff da auch ein Stück Breite reingebracht haben. Es ist ganz wichtig, dass wir es schaffen, die Netze schnell auszubauen, deswegen auch eben auf das Wissen, das vorhanden ist, zurückgreifen können und das eigene Ambitionsniveau mit Blick auf Produktion vor Ort in Deutschland noch mal deutlich erhöht haben. 10 Gigawatt bis 2030, das ist schon eine Menge. Das heißt aber, dass wir immer noch werden Wasserstoff importieren müssen und insofern auch die Importstrategie, um auch mit den Ländern hier in den Austausch zu treten, international zu kooperieren. Da sind alle Häuser dran beteiligt, denn wir brauchen jetzt die Importstrategie. Das ist der nächste Schritt, damit wir es schaffen, das, was unser Land braucht, nämlich eine zuverlässige Energieversorgung, aber auch eine, die klimaneutral ist und dann auch bezahlbar ist, dass wir diesen Markthochlauf schaffen. Insofern ist heute ein wichtiger Schritt gegangen worden. Für den Verkehrssektor spielt Wasserstoff eine enorme Rolle. Ohne ihn ist klimaneutrale Mobilität und Logistik nicht denkbar. Wir brauchen Wasserstoff, um insbesondere unseren Güterverkehr, aber auch den Individualverkehr klimaneutral zu stellen. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass wir hier strategisch und auch sehr ehrgeizig vorgehen. Wir brauchen Wasserstoff direkt für die Brennstoffzelle, aber auch zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe, die unverzichtbar sind für Klimaneutralität im Verkehrssektor. Und deswegen werden wir in Deutschland auch ein Wasserstofftankstellennetz aufbauen. Wir machen das im europäischen Gleichklang im Rahmen der A4-Regulierung. Und damit werden wir einen Beitrag leisten, dass die zusätzlichen Anforderungen, die auf den Güterverkehr auf uns zukommen, auch erfüllt werden können. Für schwere Nutzfahrzeuge, für Züge, vielen Bereichen gibt es keine Alternativen zu Wasserstoff. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir hier ehrgeizig vorangehen. Wasserstoff hat auch eine große Bedeutung für unseren Industriestandort. Einmal, weil wir natürlich grünen Wasserstoff herstellen können und zum anderen, weil wir die Brennstoffzellentechnologie besonders gut beherrschen. Insofern ist das eine wichtige Strategie für unseren Wirtschaftsstandort insgesamt, aber eben ganz besonders für den Verkehrssektor. Deswegen nimmt er im Rahmen der Wasserstoffstrategie auch eine große Rolle ein. Ja, für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist natürlich die Partnerorientierung sehr wichtig. Import ist genannt worden, die Importstrategie ist genannt worden. Es spielt für uns eine große Rolle, dass gut produziert werden kann in unseren Partnerländern und mit unseren Partnerländern. Und wir legen natürlich das Augenmerk darauf, dass ein fairer Markt, ein fairer Wasserstoffmarkt sich entwickelt, der sowohl den Bedürfnissen der zu entwickelnden Importstrategie Rechnung trägt, aber eben auch die Synergien in den Partnerländern in den Mittelpunkt stellt und dort auch solche Fragestellungen wie zum Beispiel in Kombination mit der
mit dem Aufbau erneuerbarer Energien oder mit der Nutzung von Meerwasser, zum Beispiel von den Salzungsanlagen, Synergieeffekte für die Partnerländer produziert werden können. Das heißt für uns, wenn wir zusammenarbeiten mit unseren Partnerländern, findet zum Beispiel bei der Nutzung von erneuerbaren Energien auch zeitgleich für die Entwicklung von Wasserstoff, findet auch zeitgleich eine Entwicklung und Ausbau des Energienetzes im erneuerbaren Sinne in Partnerländern statt. Ähnliches gilt für die Entsalzung von Meerwasser. Das kann man nutzen, um Synergieeffekte zu wecken, um gleichzeitig in den Partnerländern zum Beispiel das Thema sauberes Trinkwasser in den Mittelpunkt zu stellen. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir und freuen wir uns natürlich sehr, dass die Wasserstoffstrategie so jetzt beschlossen wurde, und arbeiten gerne an den internationalen Zusammenhängen mit. Ja, schönen guten Tag. Für das Bundesumweltministerium war sehr entscheidend bei dieser Wasserstoffstrategie drei Punkte. Einmal der effiziente Einsatz des Wasserstoffs, also dort, wo er wirklich gebraucht wird, weil das weiter ein knappes Gut sein wird. Das ist in dieser Strategie gewährleistet. Denn der Rahmen der Nachhaltigkeit, sowohl bei den Importen als auch bei der Produktion des Wasserstoffes in Deutschland. Und drittens, dass die Zielrichtung der Strategie ganz klar auf grünen und nachhaltigen Wasserstoff ausgerichtet ist. Das war in den Gesprächen und in den Vorbereitungen uns sehr wichtig. Das ist nun in der Strategie gewährleistet. Und deswegen glaube ich, ist nicht nur ein gutes Zeichen, dass jetzt auch mit der Wasserstoffstrategie der Hochlauf organisiert werden kann, sondern er wird auch nachhaltig organisiert. Danke. Vielen Dank. Wir haben Zeit für 4 bis 5 Fragen. Wir beginnen mit Fragen zum Thema. Herr Hönig, dpa, hat die erste. Herr Minister Habeck, zur Importstrategie. Wie hoch ist der Anteil des Wasserstoffs, der importiert werden muss? Was sind hier die Herausforderungen? Und wenn Sie gestatten, Sie haben heute die Kabinettssitzung geleitet, wie war es denn so auf dem Stuhl des Bundeskanzlers? Wir rechnen mit einem Bedarf von bis zu 130 Terawattstunden Wasserstoff 2030. Und dann natürlich in der Dekarbonisierung bis 2045 werden es dann 500, 600 Terawattstunden werden. Wir werden ungefähr ein Drittel in Deutschland selber erzeugen können. Maßgeblich auch in großen Anteilen offshore, also mit dem Entstehen der großen Offshore-Windparks, große Elektrolyseanlagen auf hoher See, aber natürlich auch dezentral an den verschiedenen Industriestandorten. Das beginnt ja jetzt schon. Heißt also ein Drittel, dass wir ungefähr zwei Drittel importieren müssen. Das sind die Verträge, über die jetzt schon verschiedentlich gesprochen wurde, die in der Vorbereitung sind. Wir haben eine Bundesstiftung gegründet, H2Global, die auf dem globalen Markt Wasserstoff zum günstigsten Preis einkauft und in Deutschland zum höchsten Gebot verkauft. Die Europäische Union nimmt diese H2Global-Stiftung als das zentrale Instrument für die Wasserstoffbank. Also da sind wir Wegbereiter, kann man sagen. Wenn man sagt, zwei Drittel Importe, dann heißt es immer noch, in der Energiebilanz werden wir unabhängiger werden. Heute wissen alle, wir fördern keine Steinkohle mehr in Deutschland. Die Gasextraktion ist bei geringen Maßen, 5% ungefähr. Und auch Öl haben wir nur noch minimal in Deutschland Förderung. Also insgesamt werden wir durch die Energiestrategie der Bundesregierung unabhängiger von Importen. Aber einen Anteil werden wir immer noch importieren müssen, etwa ungefähr zwei Drittel. Ach so. Ja, und es war eine freundliche Routinesitzung, keine großen Emotionen dabei verbunden. Eine stramme Tagesordnung. Wir hatten viele Punkte auf der Agenda. Kabinett arbeitet auch in den Sommerferien unter Volllast. Ja, Herr Habeck, zum einen die Frage, es ist ja noch nicht nur grüner Wasserstoff gefördert, sondern in der Nutzung auch türkiser und blauer. Da steht ja dieses drin, vorübergehend und in geringen Mengen. Können Sie das mal qualifizieren? Wie viel von dem Wasserstoff, der genutzt werden wird, wird grün sein und wie viel wird aus Erdgas hergestellt werden? Und eine Frage an Herrn Wissing. Sie haben erwähnt, dass es auch im Individualverkehr eingesetzt werden soll. In der Strategie habe ich das gar nicht gefunden. Da war im Verkehrsbereich ausschließlich von Schiffen, Flugzeugen und Schwerlastverkehr die Sprache. Was stimmt denn nun? Also die Faustformel ist, wir fördern grün und nehmen alles. Und das ist auch richtig so. Wir müssen den Hochlauf organisieren. Die Leitungen werden gebaut und irgendwas muss ja da durchgehen. Die Kraftwerke werden umgestellt, irgendwas muss da reinkommen. Und mit dem Hochlauf des grünen Wasserstoffs, das ist die Expertise selbst der Unternehmen, die erst einmal auf dekarbonisiertes Gas, also blauen Wasserstoff setzen, wird er günstiger werden. Wann dieser Break-Even-Point da ist und die Mengen da sind, das ist natürlich etwas schwer zu kalkulieren. Meine persönliche Einschätzung ist, dass alles viel schneller und damit auch viel schneller günstiger werden wird, als wir uns das bisher vorstellen. So war es eigentlich immer im Energiebereich. Die Schätzungen waren immer zu konservativ. Aber solange der Grüne noch nicht da ist, nehmen wir halt das, was möglichst klimaneutral ist, um es dann perfekt zu machen in der Zukunft. Und wie gesagt, ich glaube, es geht jetzt sehr viel schneller, als eigentlich alle gedacht haben.
Ja, wie Sie wissen, verfolgt die Bundesregierung einen technologieoffenen Ansatz. Wir brauchen natürlich Wasserstoff bei Nutzfahrzeugen. Wir haben keine Alternative dazu, was die Seeschifffahrt angeht. Im Flugbereich brauchen wir synthetische Kraftstoffe, weil es keine Alternativen dazu gibt, um etwa längere Distanzen zurückzulegen. Das ist ganz klar. Und gleichzeitig haben wir uns ja auf europäischer Ebene dafür eingesetzt, dass synthetische Kraftstoffe auch im Pkw-Bereich im Individualverkehr zugelassen bleiben. Das ist Ausdruck eines technologieoffenen Ansatzes. Nur klar ist auch, dass wir Bereiche haben, in denen es keine Alternative zum Wasserstoff gibt. Während wir beim Individualverkehr neben Wasserstoff, synthetischen Kraftstoffen eben auch die Elektromobilität haben, an deren Hochlauf wir arbeiten. Wir haben noch drei Fragen, müssen dann zum Schluss kommen. Martin Polanski, ARD. Herr Polanski. Herr Minister Habeck, noch mal zum Thema. Welche Mengen sind vorhanden? Das ist ja ein knappes Gut, grüner Wasserstoff und auch blauer Wasserstoff wird ja erstmal nicht in großen Mengen zur Verfügung stehen. Aus Ihrer Sicht braucht es dann möglicherweise eine Priorisierung auch bei den Einsatzfeldern? Die wird der Markt herstellen. Also ist es in der Tat so, jetzt bauen wir eine Infrastruktur für ein Gut, das noch gar nicht da ist. Ja, dass wenn das Wasserstoffnetz jetzt umgewidmet oder neu gebaut wird, dann mit dem Zielkorridor 2030. Aber die Investitionen müssen ja jetzt erfolgen und das rechtfertigt eben auch erstmal zu nehmen, was da ist, bis der Hochlauf aus meiner Sicht schneller als alle denken sich dann realisiert hat. Insofern gibt es keinen Grund, jetzt hier zu zögern, sondern voranzugehen und die Strategie gibt den richtigen Rahmen dafür. Frage beantwortet? Ja. Herr Habeck, Frage noch keine. Thema, und zwar war heute auch die AfD und der Aufstieg der AfD Thema im Kabinett. Und wie bewerten Sie persönlich die Diskussion über den Umgang mit der AfD, der von der Opposition ja betrieben wird? Herr Merz hat ja nicht nur die AfD, sondern auch die Grünen als sein Hauptgegner. Die AfD ja gar nicht mehr. Das Kabinett ist ja die Bundesregierung und insofern war die AfD kein Thema für die Arbeit der Bundesregierung. Indirekt kann man natürlich ableiten, dass wenn wir unsere Arbeit gut, vernünftig und streitfrei durchführen, dass dann das Vertrauen in die Politik und in die Arbeit der Bundesregierung sicherlich in einem großen Maße profitiert. Und Vertrauen ist sicherlich die Währung, in der Politik am ehesten abgerechnet wird. Aber wir haben uns jetzt hier nicht stundenlang über die Irrung und Wirrung der Union oder die AfD ausgetauscht. Der Strategie ist zu entnehmen, dass die Gespräche mit Norwegen über eine Pipeline offensichtlich schon relativ weit fortgeschritten sind oder zumindest intensive Gespräche bereits stattgefunden haben. Vielleicht können Sie uns da sozusagen einen Zeithorizont nennen oder den Stand der Dinge. Und dazu noch die Frage, ist es ja auch davon die Rede, dass eine ganze Reihe neuer Terminals gebaut werden müssen. Sie haben ja nun auch Erfahrung damit, dass es nicht unumstritten ist an den Küsten. Wie wollen Sie diesen Unmut, sage ich mal, oder sozusagen weitere solche Terminals an den Küsten den Menschen dort verkaufen, sage ich mal? Ja, vielen Dank. Das geht nochmal zu der Frage von Herrn Polanski. Das deutsche Kernwasserstoffnetz ist natürlich eingebunden in das europäische Wasserstoffnetz. Wir sind ordentlich und schnell dabei, aber wir können es ja nicht als Insel planen. Die großen Leitungen, die nach Deutschland kommen, sind einmal über Frankreich nach Spanien, Portugal runter für grünen Wasserstoff. Dann wird darüber gesprochen über Nordafrika, über die Adria, über die Mittelachse Wasserstoffleitungen aufzubauen und dann das Projekt nach Norden von Norwegen über die Nordsee runter nach Norddeutschland rein. Diese Leitung, die tatsächlich intensiv beredet wurde, der norwegische Wirtschaftsminister und Energieminister war ja kürzlich erst da, ich war zweimal in Norwegen, soll dann zeitgleich mit dem großen Abnahmen im Westen Deutschlands da sein, also der Dekarbonisierung der Stahlindustrie, ThyssenKrupp Stichwort. Auch die anderen Stahlwerke Salzgitter, Bremen hängen dann alle indirekt oder könnten damit dranhängen. Aber auch der Kohleausstieg, der vorgezogene Kohleausstieg im Rheinland braucht dann ja möglichst schnell Wasserstoff.
Der Gedanke ist, dass über diese Pipeline zunächst blauer Wasserstoff, also dekarbonisierter Wasserstoff aus Norwegen eingespeist wird, diese Pipeline selbst aber durch die Windparks durchgeführt wird und dann mit dem Aufbau der Windparks über die gleiche Pipeline grüner Wasserstoff kommt und dann mit dem Hochlauf von grünem Wasserstoff, mit dem Hochlauf der Windparks und der Kostendegression alleine durch die Marktlogik dieser Wasserstoff günstiger wird und dann der Grüne den Blauen dann Schritt für Schritt rausnimmt. Und das ist in der Tat sehr konkret. Wir brauchen noch sozusagen die Investitionscases. Wir führen gerade eine Machbarkeitsstudie durch. Aber es ist nicht mehr nur Politiker denken sich was aus, sondern es ist sozusagen kurz davor, da Knöpfe dran zu machen. Müssen wir ja auch, denn so eine Pipeline zu bauen und überhaupt die ganzen Kapazitäten aufzubauen, dauert ja auch ein paar Jahre, auch mit großer Geschwindigkeit. Von heute auf morgen geht es nicht. Und wenn wir das zu 2030 hin haben wollen, dann müssen wir ab 25 wirklich auch in die technische Umsetzung kommen. Das heißt, wir haben noch anderthalb, zwei Jahre Zeit, die regulatorischen, die planerischen, die Finanzentscheidungen zu treffen. Aber anderthalb, zwei Jahre sind natürlich fix um. Aber das muss in dieser Legislaturperiode gelöst und bewältigt werden. Sind wir allerdings gut davor. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Schöne Ferien, danke, wenn Sie die haben. Danke. Soweit die Pressekonferenz zum Update der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Sie haben es gesehen, drei Minister, zwei Staatssekretäre haben die Wasserstoffstrategie erläutert. Das zeigt, wie wichtig das Projekt für diese Ampelregierung ist. Klaus Stratmann vom Handelsblatt in Berlin und aus Berlin zugeschaltet, hat sich diese Pressekonferenz auch angehört. Herr Stratmann, Habeck sagt, wir fördern Grünwasserstoff und nehmen alles, Zitat Ende. Täuscht der Eindruck oder hat sich da die Tonlage verändert? Ja, die hat sich deutlich verändert. Spätestens seit Habeck Anfang des Jahres in Norwegen war, hat er da klar Stellung bezogen und hat den blauen Wasserstoff eben auch als eine Alternative benannt und hat gesagt, okay, damit müssen wir dann wohl anfangen. Es geht also immer darum zu sagen, wir müssen irgendwie starten und dann nehmen wir eben alles, wie er es auch gerade so ungefähr ausgedrückt hat. Und später wird sich dann der grüne Wasserstoff durchsetzen. Also das ist eine neue Tonlage. Vor einem halben Jahr, vor einem Jahr erst recht, da hätte man von Habeck das so wahrscheinlich noch nicht gehört. Ja, man darf gespannt sein, wie beispielsweise die Umweltverbände darauf reagieren, auf diese und ähnliche Formulierungen, überhaupt auf diese neue, weiterentwickelte Wasserstoffstrategie. Herr Stratmann, schauen wir vielleicht aber zunächst mal auf die Industrie. Ist da in dieser neuen Wasserstoffstrategie das enthalten, was die Industrie jetzt braucht, nämlich Planungssicherheit, nämlich auch finanzielle Unterstützung an den richtigen Punkten? Ist das darin enthalten? Ja, das ist darin enthalten. Finanzielle Unterstützung konkret in dieser Strategie zwar nicht, aber indirekt auch wieder schon, weil Herr Habeck hat das auch sehr deutlich gesagt, der Ausbau der Infrastruktur hat eben ganz besonders hohen Stellenwert und das ist für ThyssenKrupp, für Salzgitter, für alle, die dann ganz schnell Zugriff auf Wasserstoff haben wollen, entscheidend. Sie müssen sich darauf verlassen können, wenn wir heute die Investitionen tätigen und wirklich anfangen mit dem Umbau der Anlagen oder mit dem Bau ganz neuer Anlagen, die mit Wasserstoff laufen sollen, dann müssen wir die Gewissheit haben, dass auch Wasserstoff bei uns ankommt. Und Herr Habeck hat das, glaube ich, jetzt gerade sehr deutlich gemacht, dass dieses Problem erkannt ist und dass dieses Wasserstoffkernnetz, so wird es ja genannt, jetzt Priorität hat und auch wirklich möglichst schnell schon alle großen Verbrauchszentren miteinander verbinden soll und auch den Import von Wasserstoff dann möglich machen soll. Ja, das war ja ganz interessant. Wirtschaftsminister Habeck sagt, man würde jetzt sozusagen das Netz, den Kernbereich schaffen und dann sagte er wörtlich, den Rest muss der Markt dann regeln. Und ich bilde mir ein, gesehen zu haben, dass im Hintergrund Volker Wissing, der FDP-Verkehrsminister, wissend zustimmend gelächelt hat. Ja, ist es denn dann wirklich sozusagen hinreichend? Man stellt die Infrastruktur hin und dann wird der Markt das schon regeln. Ich meine, ist da nicht mehr notwendig, damit ein Energieversorger für so eine Stadt wie Bonn, 330.000 Einwohner, dann sich überlegt, ob er auf Wasserstoff umstellt? Muss da nicht noch mehr kommen, beispielsweise an Bürokratieabbau? Ja, also das wird auch geschehen. Das ist auch gehört zu den Plänen, ja, dafür zu sorgen, dass auch in diesen Zusammenhängen Wasserstoff, Infrastrukturausbau
möglichst wenig Bürokratie das Tempo rausnimmt. Und es gibt über dieses Kernnetz hinaus, das Herr Habeck vorhin erwähnt hat, auch schon weitergehende Planungen der Betreiber von Gasfernleitungen, also der großen Gasautobahnen, die durch Deutschland führen, wie sie Gasleitungen in größerem Maßstab noch umstellen wollen. Das geht weit über dieses Kernnetz hinaus, hat dann natürlich auch einen etwas längeren zeitlichen Vorlauf. Man beginnt mit dem Kernnetz, aber man ist gedanklich schon eine Stufe weiter in der Branche, Branche der Gasnetzbetreiber, ist man schon in allen Regionen Deutschlands und auch in den kleinsten Verästelungen des Landes, damit auch jeder Mittelständler im Sauerland oder auf der Schwäbischen Alb wirklich eine Chance hat, Wasserstoff zu bekommen. Was Sie gerade ansprachen, Stichwort Stadt Bonn, da spielen Sie ja eher an auf den Wärmesektor im Wohnbereich. Da wird Wasserstoff sicher nicht die große Lösung sein. Es geht zunächst mal um die Industrie und um den Schwerlastverkehr insbesondere. Herr Wissing möchte auch den Individualverkehr noch ansprechen. Das ist aber dann schon so ein Grenzbereich. Aber im Wärmesektor, also bei der Gastherme zu Hause, wird Wasserstoff sicher keine dominierende Rolle spielen. Er wird in bestimmten Bereichen sinnvoll einsetzbar sein, aber nicht flächendeckend. Ja, Habeck vermittelt jedenfalls den Eindruck, es geht voran, es geht schneller als erwartet. Optimismus können wir gut gebrauchen in Deutschland angesichts des Zustandes der deutschen Wirtschaft. Herr Stratmann, zum Schluss, Habeck hat gesagt, wir wollen in Deutschland die Infrastruktur vorbereiten, auch in die Verästelungen, ins Land hinein. Und er hat aber den europäischen Ansatz dann und die europäischen Verbindungen in so einem Nebensatz angesprochen. Wie sieht es denn da aus? Ziehen die Europäer wirklich an einem Strick oder machen dann Einzelne, beispielsweise wie Frankreich, kochen Einzelne ihr eigenes Süppchen in Sachen Wasserstoff? Also bei allen Unterschieden und unterschiedlichen Ansätzen gibt es eine große Gemeinsamkeit. Und die ist letztlich auch marktgetrieben. Wenn man nach Spanien schaut, da gibt es einfach die Idee, dass da ein großes Geschäft wittert und dass man im Land große Photovoltaikanlagen aufbauen kann und Elektrolyse betreiben kann. Und dann soll der Wasserstoff, den man da produziert, der grüne Wasserstoff, natürlich auch in die Verbrauchszentren im Westen und im Nordwesten Europas. Und da gibt es auch die entsprechenden Infrastrukturprojekte. Also da ist einiges in Bewegung. Und einige Länder sind auch deutlich schneller als Deutschland. Wenn man zum Beispiel in die Niederlande schaut, also da die Region um Rotterdam wird fit gemacht für den Import von Wasserstoff. Da gibt es sehr konkrete Vorhaben, auch über die deutsche Grenze hinaus dann Wasserstoff transportieren zu können. Das ist nicht nur in Deutschland ein großes Thema, sondern in vielen, vielen europäischen Ländern. Klaus Stratmann war das vom Handelsblatt. Ich sage ganz herzlichen Dank für diese Analysen und einen schönen Tag noch in die Hauptstadt. Übrigens